Ah, Blut, Saft, Tag, Nacht. Ein paar Wochen Mensch und mein Körper kann sich immer noch nicht entscheiden, was er will. Blutorangensaft muss da besonders verwirrend sein. Nein, also du hast eindeutig Pavlovsche Reaktion, was das Mädchen angeht. Joseph dachte, die Vorstellung Beth zu sehen hätte mich hierher gelockt. Aber das stimmt nicht. Es war das Haus und die Leute, die einst darin lebten. Mein Freund Ray und seine Frau Lila. Wir waren unser ganzes Leben lang befreundet. Ich mochte sie sehr. Und dann habe ich sie betrogen. Mit nicht angerufen. Naja, aber es sieht so aus, als ob da, wo der eine ist, der andere auch nicht weit ist. Rick, wieso hast du nicht gesagt, dass du helfen willst, weil du die Familie kanntest? Naja, weil es meine Familie sein könnte. Jahre bevor ich ein Vampir wurde, war ich einer von vielen Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Ray war mein bester Freund. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me. Oh no, it's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this. Ich suche DNA, damit ich weiß, ob ich nach dem Krieg die Frau meines besten Freundes geschwängert habe. Was ist mit dem, was Joseph gesagt hat? Was, dass wir kein Baby kriegen können? Willst du denn ein Baby von mir? Was hältst du von Elliot, wenn es ein Junge wird? Aber Joseph hat recht, Vampire können keine Kinder kriegen, also... Wenn dich das so sehr abschrecken sollte, dann... Ich glaube, wir eilen der Zeit etwas voraus. Wir haben noch nicht mal miteinander geschlafen. Vielleicht wird's nicht mal gut. Wie wäre es, wenn ich stattdessen mit ihrer blonden Freundin rede? Ich mochte kluge Mädchen schon immer. Hey, bei einer Familie geht es aber nicht nur um DNA.